Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zurück zu Medieval Dynasty. Ja, es ist ein paar Tage her, als die letzte Folge online kam. Ich habe zwischendurch ein neues Projekt gestartet, war ein paar Tage im Urlaub und es gab ein neues Update. Ich zeige euch das mal. Hier, ihr seht es hier oben, 1.5.2.2 Testversion. Ja. Und zwar gab es so eine Art Stage-Update, das muss man auch im Steam speziell aktivieren. Ja, steht beim Update genau, wie das geht. Und das ist halt, wie gesagt, eine Testversion auf eigene Gefahr. Ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Ich gehe das Risiko ein, weil die Grafik ist hier unheimlich schöner. Also sie ist schärfer. Und wenn man hier guckt, ihr seht hier die Modelle, ne, auch alles ein bisschen anders. Wir haben auch ein paar Zäune, die halbhohen Zäune haben wir jetzt neu. Ja. Und viele Insekten sind hier da. Ihr seht zum Beispiel hier im Hintergrund Glühwürmchen. Ja, da, wenn ich näher rangehe, da schwirren Glühwürmchen umeinander. Und wir haben auch Schmetterlinge und Käfer und ganz viele neue Sachen. Ja, das werden wir dann früher oder später auch sehen. Die Glühwürmchen, wie gesagt, sehen wir jetzt. Und ja, und deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt weiter in dieser Testversion und hoffen, dass alles gut geht. Jo. Genau. So. Bauschen ist schon im Bett, dann gehen wir auch ins Bett. Was wollen wir denn alleine, ne? Dann kuscheln wir ein bisschen mit ihr und gute Nacht. Guten Morgen! Meine Lieblingsfrau. Aua. Schlägt mir die Tür vor der Nase zu. So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch näher rangehen. Ja, man sieht es auch hier deutlich, ne? Da fliegt was rum. Da, hier eine Hummel. Falls das nicht bei mir auf dem Bildschirm ist, ne? Nee. Also wenn ihr selber spielt, seht das wahrscheinlich eher als jetzt, wenn ich hier spiele. So. Blätter fliegen durch den Wald, das ist klar. Na gut. Vielleicht hier bei den Bäumen, dass man da was sieht. Ja, aber die Grafik ist so unheimlich schön. Fast wie in Real, ne? Gut. Wir sehen hier, wir haben noch ein bisschen wenig Essen. Da sollten wir uns mal drum kümmern. So, was brauchen wir denn dafür? Holzschalen. Holzschalen. Aua, ein paar Teller nehmen wir noch mit. Mal vergessen. So. So. Eintopf haben wir noch. Wir brauchen Fleisch. Oh, Fleisch haben wir gar nicht mehr so viel. Okay. Schauen wir mal, was wir hier zu essen machen können. So, 10 mal Kohlsuppe. Es duftet schon wieder so lecker. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch hier diese. Da brauchen wir aber noch Zwiebeln, ne? Gebratenes Fleisch haben wir 19, also 11. Brauchen wir noch 33 Zwiebeln. Haben wir die? Ne, wir haben gar keine Zwiebeln. Okay. So, dann merken wir, wir müssen. Ich hau das mal mit rein hier, ne? Gut, wir haben früher, ne? Schauen wir mal, wie viel Kohl haben wir denn angebaut? Kohl ist der hier, 15 und 21. Sollte eigentlich genug sein, weil der ja zweimal auch erntet, ne?
Zwiebeln sind die hier, 12 und 14 und. Ich würde sagen, hier vorne das Feld 1 und 2, das können wir eigentlich wegmachen. Wir machen Zwiebeln nochmal woanders welche hin. Feld 1 und 2 sind die kleinen hier vorne. Feld 2. Feld 1. Rote Beete. Ach, rote Beete ist das. Aha. Ja gut, das ist rote Beete. Feld 2 sind Zwiebeln. Oder wir tun die dann im Herbst raus. Lassen wir es noch laufen und tun es dann im Herbst raus. Aber wir können ja trotzdem schon ein neues Feld mit rote Beete und Zwiebeln anbauen. Was haben wir denn hier? Kohl. Wo bauen wir das an? Was haben wir jetzt hier gesagt? Das ist Feld 9. Feld 9, 21. Aha, da haben wir schon Zwiebeln. Ne? Da haben wir schon die Zwiebeln. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch. Nee, nicht Zwiebeln, rote Beete ist das, ne? Rote Beete. Und das haben wir auch schon. Feld 10. Okay, nee, dann haben wir das schon gemacht. Genau. Dann haben wir das schon gemacht. Super. Dann würde ich sagen, bringen wir jetzt mal ein bisschen Optik rein. Wir haben jetzt Tierzüchter oder brauchen Tierzüchter, da haben schon einen. Oh, guck mal hier. Mama. Eins ist schon groß geworden. Wir gehen mal rein, den Dünger nachsammeln. Hey. Ja, stehen jetzt so rum, du Lulatsch, geh zur Seite. So, und das haben wir irgendwie falsch verstanden, glaube ich, ne? Ich kenne mich ja nicht aus mit dem Eselzeugs da. Aber wir sollten hier noch einen Gatter reinbauen. So. Haben wir aber zufällig was da? Ja. So, dann hätten wir das Eselgatter auch fertig. Ja, wir brauchen ja Tierzüchter. Hier haben wir noch keinen, oder? Nö. Aber wir haben Eier drin. Ich habe mir sagen lassen, wir können die Eier trotzdem rausnehmen. Die sind nämlich nur optisch. Wenn Nachwuchs kommt, kommt der auch, wenn wir es rausgenommen haben. So, was wir noch brauchen hier ein Haus für unseren Tierzüchter. Dann müssen aber hier noch ein paar Bäume fallen, und zwar der hier. Und der hier. So. Den noch wegnehmen. Den kleinen machen wir auch noch weg. Okay. Das war nach Birke und kein Stamm.
So, können wir den noch wegmachen? Genau. Dann brauchen wir jetzt noch die Schaufel. Habe ich gerade keine draufgelegt. Dann haben wir da. Da legen wir so auf die 8, würde ich sagen. 8 Schaufel. So. Und jetzt sollte hier noch ein Haus hinpassen. Aber scheinbar passt das nicht so. Muss, glaube ich, hier leider. Boah, musst du kotzen oder was? Den Zaun nochmal wegmachen. Und jetzt können wir das Haus setzen. So. Steine. Zehn Steine holen. Na, wo haben wir sie? So, dann brauchen wir mit Sicherheit. Den Dung können wir reinschmeißen. Brauchen wir nicht. Federn können wir reinschmeißen. Ein Holz. Ein Holzstamm werden wir. Ja, gut, schauen wir mal, was wir für ein Haus bauen wollen, ne? Da hat eine Mutti ein Kind nebenan. So, wir stellen jetzt erstmal ein. Natürlich eine Tür. Machen wir mit Stein. Stein. Stein müssen wir so viel sammeln. Ne? Machen ein Fenster aus Holz. Machen hier kein Fenster aus Holz. Wir machen hier ein Fenster aus Holz. Wir machen hier ein Fenster aus Holz und hier machen wir kein. Macht ja keinen Sinn, ne? Hier ein Fenster. Hier machen wir auch kein Fenster aus Holz. Aber hier können wir noch ein Fenster aus Holz machen. So. Da oben müssen wir jetzt sagen, wir wollen. Können wir aus Stein machen, ne? Da oben. So. Jetzt können wir weiterbauen. Bums. Also wir brauchen jede Menge Holzstämme. Ich glaube, die haben wir sogar. Holzstamm. Ah, guck mal hier. Wie viel kriegt man fort? 30. Alles rot. Es ist zu viel für ihn. Hey, guck mal, so wie das da drüben war, das in Österreich, wo ich im Urlaub war. Wahnsinnig schön. Kann ich nur empfehlen. Also, wer noch nicht in Österreich war, da gibt es nicht nur Schmetterlinge, so wie hier, schaut's. That's what I said. Sondern auch wunderschöne Berge. Und viele Sachen kann man auch kostenlos angucken. Und es ist wirklich so, nach jeder Straßenecke, nach jeder Kurve. Also man muss keine Maut zahlen. Ich empfehle auch die Landstraßen zu fahren. Ja, man kann ja auf der Autobahn auch nur 110 fahren und 90 auf der Landstraße. Also es nimmt sich nicht so viel. Fahrt die Landstraßen und nach jeder Kurve seht ihr dann ein neues Landschaftsbild. Also wir haben echt nach jeder zweiten, dritten Kurve angehalten und neue Fotos gemacht. Ja, weil wir so fasziniert waren. Ja.
Und so ist es hier im Spiel auch. Haben wir auch viele schöne Flecken, wo man fasziniert sein kann, wenn man nicht gerade zu träge ist. Aber guckt mal hier. Hier in der Nähe von so einem. Ich muss jetzt mal hier hergehen. Vor allem die Grafik ist so klarer, ne? Normalerweise spiele ich immer mit Brille, aber seit die neue Grafik da ist, irgendwie brauche ich keine Brille mehr. Das ist irgendwie. Und ich war nicht beim Augenarzt. Guck mal, das ist so idyllisch. Also hier möchte ich wohnen. Echt, hier möchte ich wohnen. Mal abgesehen von den Banditen, ne? So, wir laufen weiter. Beziehungsweise wir bauen weiter. Ich glaube, wir müssen bald mal einen Kindergarten bauen. Also hier, ne, wenn man Küken hat, die kommen nicht hier raus. Nein. So, das hätten wir jetzt. Das Dach müssen wir noch einstellen. Da wollen wir ein Dach machen wir natürlich schon ein gutes, ne? So, und dann brauchen wir jetzt quasi 48. Ich mache erstmal hier noch das. 8 Steine brauchen wir noch. Und 1, 2, 3, 4, 5 Holzstämme. 8 Steine, 5 Holzstämme und 48 Bretter. So, was haben wir gesagt? 8 Steine. Fünf Holzstämme. Und was haben wir noch vor? Wir haben genau 65. Komm, nehmen wir die 12 noch mit. Schade, dass man hier noch keine Bäume pflanzen kann. Aber das kann man später, ne? Es soll ja jetzt bald das Update mit dem Koop-Modus rauskommen. Was jetzt nicht so spannend ist für mich, da ich ja sowieso alleine spiele. Aber es soll wohl eine neue Karte geben. Und neue Berufe und die Leute hängen Wäsche auf und waschen Geschirr und sowas. Also es wird detailhafter und irgendwie, ja, noch mehr Aktivitäten. Also schaut euch mal gerne auf YouTube den Trailer an, Medieval Dynasty Co-op Modus. Geht, glaube, 1,5 Minuten und dann sieht man die Neuerung. So, jetzt brauchen wir noch 36. 6. Oh, ist der laut. Wobei ich ja mit dem ganzen Dämm das sowieso irgendwie für ein Gerücht halte. Wenn man hier Quadratmeter große Fenster drin hat, ne? Man dämmt hier alles, man kann auch mit Stein dämmen, man kann es verputzen. Und hier pfeift dann der Wind durch. Ach ja. Entschuldigung. Haben wir jetzt noch irgendjemand, in der frei ist? Die Dame Rocca ist frei, ne? Das ist meine Frau, oder? Das ist meine Frau. Brauchen wir noch irgendwo was? Doch, Dame Rocca ist doch meine Frau. Mhm. Was hat die mal gearbeitet? Was hat die vom Beruf? Produktion. Okay. Haben wir noch irgendwo was frei? Wo kann ich denn die Frau einsetzen? Gut, Produktion hat man gesagt. Näherei halt, ne? Näherei, Werkstatt. Werkstatt könnte sie. Haben wir schon irgendwas, was man
updaten könnten. Was wir updaten könnten. Produktion. Schmiede. Schmiede könnte man upgraden. Und die Werkstatt. Okay. Dann machen wir das doch. So, wer ist jetzt hier drin eingeteilt? Das ist die Nidumira. Okay. Nidumira. Bumm. Entschuldigung. Entschuldigung. So, wir brauchen noch 6 Stück. Holzstämme 12. Da oben nochmal 12. Also holen wir mal 15. 15 Holzstämme. Oh Gott. Holzhammer, Holzhammer, Holzhammer. Da wird die Schmiede mal aufgemotzt hier. So, wir brauchen noch 24 Bretter und ein Holzstamm. Immer noch so viel Bretter. Naja. 24 Bretter. Und ein Holzstamm. Guck mal, beim Haus brauchen wir 12 Bretter, um die Höhe zu erreichen, ne? Hier ist nicht ganz so sehr gedämmt, da brauchen wir nur 5 Bretter. Ist mir jetzt nur so aufgefallen. So. Da ich später noch keine Werbung gemacht habe, wenn euch das Video gefällt, ja, dann gebt ihm gerne ein Däumchen hoch. Und ich habe jetzt auch 2 neue Projekte angefangen. Das ist Captain of Industry. Wenn euch das gefällt, ne, schaut mal, da ist eine Playlist, auch unten hier unter dem Video verlinkt. Und ganz frisch gibt es jetzt auch Satisfactory 8.0. Gibt es jetzt auch ein Live-Video und so, alles hier unten verlinkt. Ja? So, wir haben jetzt hier Arbeiter, die Nidumira und meine Frau, die Damrocker. Guck mal, so viele Leute haben ja noch gar nicht, ne? Ist denn irgendwer jetzt noch schwanger? Aktuell nicht, ne? Ne. Dann müssen wir mal was machen. Aber es wohnen doch einige zusammen, ne? So. Wir könnten noch mal einstellen hier, ob das noch zeitgemäß ist, ne? 2 Holzhammer ist, glaube ich, ein bisschen viel. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn im Lager? Wir brauchen ja nicht so viel, ne? Holzhammer, Schaufel, Axt. Steinmesser ist okay, Steinhacke auch okay. Steinspitzhacke können wir noch mehr machen. Also weniger Holzhammer, weniger Steinaxt, also, ne? So, gehen wir hier auf 1,5, ne? Steinspitzhacke haben wir schon hochgesetzt. Steinaxt war das, ne? Was brauchen wir noch? Ne, passt so. Holzstämme 5, 45 Stöcke und 25 Steine. Gut.
Haben die Frauen jetzt wieder was zu tun? Was wir als nächstes bauen, wäre noch eine... Nö, das verrate ich euch das nächste Mal. Mit dieser Folge sind wir am Ende. Ja, ich werde es wieder regelmäßig, also ich sag mal mindestens einmal pro Woche ein Video hochladen. Ja, nicht mehr ganz so oft, mindestens einmal pro Woche. Und dann die anderen Projekte, checkt unten die Videobeschreibung aus, da gibt es noch andere Projekte. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich von euch. Ne? Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wer noch kein Abonnent ist und nichts mehr verpassen will, einfach unten die Abo-Glocke drücken. Kostet nichts und geht ganz schnell. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Euer Blacksat. Tschüss.